So, grüß Gott, meine Damen und Herren. Und willkommen zurück zur nächsten Folge. So. Dieser unendliche Kraftstoffgenerator, ich bin mir ehrlich gesagt unsicher. Der gut oder schlecht ist. Also, er wird gut sein, aber ob ich den brauche oder nicht. So. Jetzt habe ich eh keine Waffe. Miss Ellie. Für eine Nahkämpferin. Dann Karawane erstellen. Jetzt wird es ein bisschen mehr. Also, wir nehmen definitiv mit Aslan, Wicked, Sky. Ray nehmen wir mit. Kralle kommt mit. Alisha kommt mit. Matze kommt mit. Majot kommt mit. Sleepy kommt mit. Und Heyhouse kommt mit. Ich weiß nicht, warum das Gewicht auf einmal so hoch ist. So, weil eigentlich eingepackt haben wir noch nichts. Das ist doch alles schlimmer. Wir nehmen sämtlichen Pemikan mit. Sämtliche Schokolade. Zwei pro Tag. Acht pro Tag. Aber die verdirbt doch nicht, oder? Keine Ahnung. Wir nehmen mit Kräutermedizin. Ein bisschen länger unterwegs sein. Wir nehmen mal 20 mit. Kann sein, dass wir ein bisschen länger unterwegs sind. Ansonsten nehmen wir mit. Nix. Wähle Route. Fuck off, komm. Ich will erst wissen, was dieser. Ich will wissen, was mir das bringt, dieser unendliche Kraftstoffgenerator. Das reizt mich ein bisschen. Ja, jetzt wird unsere Kolonie hier sehr übersichtlich werden. Aber das ist natürlich dem geschuldet, dass wir dann bei dem KI-Kern einfach mal gegen 9 antreten müssen. Ergo, wir müssen auf jeden Fall 5 töten, damit die restlichen 4 abhauen. Ob es da Geschütze gibt, keine Ahnung, aber ich kann mir vorstellen, bei einem KI-Kern wird ein bisschen mehr rumstehen. Als nur irgendwelche Wilden. Ja, von daher mal gucken. Also, was sammeln wir hier eigentlich? Ach, Kaffee, Alter, so unwichtig, dass wir noch Kaffee haben. Die Elefanten müssten wir alle töten. Weil die fressen uns hier die Ernte weg. Gut, das ist Baumwolle, die können sie ruhig wegfressen. Aber das ist hier viel wichtiger. Die Amazone. Achso, wird hier übrigens weiter geschnackselt? Die sind immer noch trächtig, beide. Jetzt hört mal auf, euch zu prügeln! Mann, jetzt seid ihr nur noch zu siebt und jetzt prügeln sich ja auch noch zwei. Ach, Mensch, die Amateure hier. Der Elefant geht mir auch tierisch auf den Sack. Ach, olle Earl. Heißt der Earl? Ach ne, Earl war das Nashorn. Ich kann aber nicht die Elefanten angreifen. Da bin ich direkt im Arsch. Das ist eine kaputte Batterie. Ach, übrigens, so ein Kurzschluss wäre mal wieder was Neues. Hatten wir auch schon lange nicht mehr. So, ja, okay. Die Kolonie arbeitet jetzt ein bisschen auf Sparflamme. Die
verwalten dann so ein bisschen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wer jetzt hier noch was kann und was nicht. Also wir haben zum Beispiel... Oh, doch, wir haben für alles noch irgendwie einen da. Sehr gut. Venus hat ein Junges zur Welt gebracht. Venus war... Ach, der Alpaka. Das Alpaka. Schon wieder ein Jung. Gibt's doch nicht. Na gut, wir haben auch nur noch drei. Also mit dem Affen. In Schock durch Schmerz. Ach, Lebensmittelvergiftung. Rettet den Affen. Jetzt ist das Nashorn in dem Korb drin. Wahnsinn. So, was wird hier geerntet? Rote Linsen. Ach, Blaubeerenmann. Oh, diese Tiere. Es tut mir in der Seele weh, aber ich muss diese Tiere leider töten. Affen und so weiter. Okay, psychische Beruhigung. Ich will gerade ausrasten. Ey, habt ihr ein Sonic beispielsweise? Hast du einen Vorteil davon, dass du... Hat die es vor 2 Minuten nicht angekündigt? Hast du einen Vorteil davon, dass du ein Haustier hast? Nö. Nö, hast du nicht. Okay. Dann tut's mir sehr leid. Ich werde jetzt sämtliche Affen töten. Außer Slinker. Warte, Slinker ist verbunden. So, dann gucken wir mal, ob Solek jetzt, weiß ich nicht, traurig ist, dass sein Haustier getötet wurde. Nö. Gut. Super. Alpakas. Ach, Alpakas. Bring mir nur Wolle. Tierkrankheit. Was? Jetzt habe ich das aus Versehen weggemacht. Tiere. Also Kühe würde ich behalten. Hennen und Hähne. Ganz ehrlich, scheiß drauf. Will ich nicht mehr haben. Bringen wir einfach nichts. Schlachten wir auch alle? Ganz kurz. War das die Nachricht? Nee. Okay. Dass ihr angekommen seid. Hennen, Hähne, alle weg. Alpakas. Klar, die Wolle ist nicht verkehrt. Also, die behalte ich auf jeden Fall. Und Earl und Elephant behalten wir auch. Wobei Earl eigentlich nicht wirklich, aber egal. What? Die haben jetzt schon keine Nahrung? Ernsthaft? Noch Schokolade, fress doch die. Zuweisung. So, Lebensmittelsektion. Üppig. Deswegen essen die das nicht. Mahlzeiten natürlich alle. Rohes Essen. Kein Fleisch. Ja, da könnt ihr theoretisch alles fressen, vegetarisch. Tierische Produkte. Ja, meinetwegen auch. Pemikan, ja. Tierfutter. Also Heu und Trockenfutter isst ihr bitte auch nicht. Leichen isst ihr bitte auch nicht. Und Mahlzeiten. Erlauben wir Verrottendes. Genau. Genau, jetzt essen die nämlich auch das hier. Also diese Säfte und so weiter.
Alter, dass man das erst einstellen muss. Oh, Kinders. Lange, lange, lange hat es ja gedauert bei mir. Okay, gut. Jetzt haben die nämlich auch Nahrung wieder, ne? Jetzt gehe ich mal auf die Weltkarte. Jetzt esst ihr nämlich auch die Schokolade. Hoffe ich. So, gut, das gilt jetzt natürlich erstmal nur für die, die hier sind. Naja, gut, okay, wenn wir auf der Weltkarte wieder sind. Schießrausch Odile. Natürlich ist die nicht mit im Boot. So, jetzt esst ihr auch hier die Sachen. Na, wunderbar. Glitsche Glatsche. Glitsche Glatsche. Wunderbar. Ach, schön. So, also Alpakas, Stier, Kuh, Nashorn, Elefant, Affe. Okay, Slinker müssen wir nur behalten. Ach, gut. Dann haben wir das hier mit den Tieren erstmal so ein bisschen hinbekommen. Ganz ehrlich, dann... Sehr gut, stopp. Dann können wir hier die Zucht-Area, das mache ich noch ganz schnell. Gebiete verwalten. Die löschen wir bitte, die werden dann noch in der Zucht-Area. Dann könnt ihr nämlich hier doch wieder högern, wie ihr wollt. Brauche ich die Rödelzone nicht mehr. Und dann sagen wir Tiere. Zucht-Area, Zucht-Area. So, dann könnt ihr euch quasi überall aufhalten. Ne? Gut. Dann. Keine Geschütze. Ganz, ganz beschissene Ecke hier. Ganz, ganz beschissene Ecke. Ich weiß nicht, ob wir angegriffen werden. Halt den riesen Vorteil, dass wir das Scharfschützengewehr dabei haben. Böse Alter. So, Tau wurde auch noch nebenbei vom Blitz getroffen. Ja, die Mollys, ne? So, nur Aslan. Ach ne, Aslan und Major. So, Aslan, irgendwas. Schuss. Ah ja, okay. Major, versorgt Major. Okay. Major, versorgt Major. So, wir brauchen nur ganz kurz eine Möbel, ein Schlafblatt. Ein Krankenbett. Zwei Krankenbett. So, du legst dich hier hin, Mario legt sich da hin, Rape versorgt euch nämlich. Ihr fresst erstmal alles. Oder alle. So, achso, Priscilla. Ja, Frage. Ne? Gefangen? Ne. Achso. Ist ja schneller Gear, das ist gut. Ich hoffe, dass hier keine Geschütze gibt. Ah ja. Da haben wir unendlichen Kraftstoffreaktor und eine Energierüstungshelm. Lager jetzt. Ist er tot schon? Er lebt noch. Nein, er lebt noch. Er lebt noch. Stirbt nicht. Gut, dann sammeln wir erstmal. Oder erlauben wir erstmal alles. Mollys essen.
Knarre. Sachen sind mir, wie gesagt, egal. Jajo, lassen wir mal liegen. Weil ganz ehrlich, das ist ein bisschen übertrieben. Oh, hier einen Schlafplatz rein und hier das für Gefangene. So. Ja, ja, bestätigen. N. Kann ich nicht einfach alles in Besitz nehmen? Hier so zwei, drei Krankenbetten reinsetzen. Kann ich die hier auch abreißen? Ja, ey. Gefangen nehmen. Ich weiß nicht, ob er überlebt. Ja, scheint aber so. Karawane bei Geheimverstecken. Was? Echt? Hier kommt jetzt noch eine Karawane an? Ist ja geil. So, dann machen wir ganz kurz mal hier eine kleine Lagerzone. Also ein bisschen Sachen einsammeln. Und ich würde mich wirklich gerne erstmal komplett heilen. So, Fresszeug. Ja gut, wir werden gleich wieder losziehen. Ohne Frage. Massig Schokolade rum. So, zwar werden wir wirklich alles erlauben. Genau. So, okay, jetzt brennt's. Mir war erstmal egal. Krankheit, Wundinfektion bei Priscilla. So, ich weiß nicht, ob wir sie wirklich retten sollten. 41, gucken wir mal kurz in die Bio. Kunst, Sozial, Nah- und Fernkampf. Ja. Okay, hart arbeitend, habgierig. Schon mal schlecht. Ja, ja, Rauschmittelfaszination ist auch mal super. Aber gut, das könnten wir eigentlich sogar hinkriegen. Die Wundinfektion, da müssen wir halt ein bisschen dagegen ankämpfen. Wo steht denn das? Wundinfektion. Qualität 41 und Immunität. Oh, ne, warte mal. Ach, da. Das könnte besser sein. Okay, der ist also auch down hier, der Tiefenbohrer. Abreißen. Ja, bauen wir noch einen Tiefenbohrer. Ich musste jetzt ehrlich gesagt lügen, wo die Dinger waren. Setzen wir hier nochmal zwei hin. Feuer! Ja, es könnte sein, dass die Kolonie hier gleich abfackelt. Scheiß drauf, Alter. Wir verpissen uns jetzt. Weltkarte. So, Karawane reformieren. Vielleicht überlebt ja Priscilla auf dem Weg. Mal gucken. Wir nehmen mit. Unendlicher Kraftstoffreaktor. Check. Ah, die Leichen nicht. Auch nicht, auch nicht, auch nicht. Rappy für 98 können wir mal ruhig mitnehmen. Wieder nix. Silber nehmen wir auf jeden Fall mit. Lassen wir zurück. Genau. Schokolade, Kräutermedizin. Wieder Route. Dann geht's doch erstmal schnell nach Hause. Dann bringen wir mal den Gefangenen vorbei. Was ist jetzt los? Ah. Solek benannte Elefant in Caraway um, nachdem es gehatchelt wurde. Haben wir jetzt eine Verbindung? Aber der Elefant heißt jetzt Caraway. Ganz kurz, reißt du den ab, oder? Warum bohrst denn du? Du sollst das Ding ab... Was reiße ich denn gerade ab, bitte?
trocken. Okay, keine Ahnung. So. Karawane von Alice hat keine Nahrung mehr. Ray Sherok. Ihr habt Schokolade. Sagt nicht, dass ihr nichts habt. Ihr habt Schokolade. Aslan Bennett hat sich von dir erholt. Sehr schön. Marriott müsste sich noch erholen. Alter, ich wollte gerade sagen, hier sieht es immer noch so aus. Schöner Schlachtstall. Oh gut, es ist ja auch ein Stall, wo geschlachtet wird. Sehr schön. Lück. Ja, genau. Hinten noch die Rödelecke. And that's it. Warum ist hier schon wieder dunkel? Ist hier schon wieder ein Dach drüber? Da ist schon wieder ein Dach drüber. Willst du mich verarschen? Mann, nee, das gibt's doch nicht. Kein Dach. Bitte. Kein Dach. Ja, ich weiß, dass hier nichts wachsen wird, weil hier das Dach gebaut wurde schon wieder. Mann! Solvi, hier. Reiß das Dach ab. Ja, geil. Haben wir eigentlich die Schäden von dem Käferding wieder bereinigt? Ja, ne? Ja. Das müsste übrigens jetzt hier wieder Gefangene werden. Wobei, wir könnten sogar das hier jetzt als Gefangenenlager erstmal machen. Das lassen wir jetzt hier erstmal so als freien Spot. So, wo sind sie? Oh Gott, alter Schwede. Oh, sind wir vorsichtig. Außenposten. 7 Gegner, Energierüstung und Glücklichmacher. Oh. Ach, das war das, was ich glaube ich weggeklickt hatte aus Versehen. Energierüstungshelm, exzellent und Glücklichmacher. Ah, ist Glücklichmacher so ein Ding, was man sich im Kopf implantieren kann? Weiß ich gar nicht mehr. So, hier ist ein Kackhelm. Ah. Kackhelm. Jetzt ist ein T-Shirt. Plattenrüstung. Alter, wieso? Ich weiß gar nicht, warum Plattenrüstung noch rumliegt. Matze! Ah, 3 fehlen noch. 3 Arbeitsschritte. Sleepy, Sleepy, Matze, alle nicht da. Naja, wie gesagt, Notbesetzung hier gerade. Ah, okay, hier draußen wird auch nichts mehr eingesammelt. Oh ja, muss man wirklich einer schnell einsammeln. Haben wir noch einen Träger? Lüg, der Seefahrer. Provisiere Hauling von Bären. So, müssen wir dich mal ganz kurz ausnutzen. Oh ja. Da wird geholt. Und zwar richtig. Ja, ja. Sehr schön. Dann nochmal bitte. Hauling von Agavenfrüchten. Brrr. Ja, schöner Staubsauger hier, der Kleine. Brrr. Dann hat er aufgesammelt. Was ist noch? Schokolade. Schokolade. So, brrr. Da liegt noch eine Sache. Brrr. Und wieder... Aussaugen alles. Sehr schön. Grauer Aslan, warum? Ach, wegen schlechter Laune. Ja gut, der ist eh gerade noch in der Karawane unterwegs. Ja gut, dann habe ich genau das angegriffen, was ich machen wollte, ne? Ach, naja, egal. War mal so ein kleiner Testversuch. Also die Scharfschützen-Dinger. Eieiei. Also wenn du da wirklich 3 gute Schützen hast, die das auch noch können und dann mit den Scharfschützengewehren agieren, ich glaube, dann hat jedes Verteidigungslager echte Probleme gegen uns.
Das Gelände war natürlich ein bisschen beschissen, weil es halt so offen war. Ich hoffe, dass das bei dem KI-Kern etwas günstiger für mich ist. Mal gucken. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Folge wieder. Ich lasse hier unsere, naja, kleine Abenteuerkolonie mal kurz vorbeikommen. Ja, wunderbar, hier rum leer. Bis die wieder hier sind, dann werden wir den Gefangenen kurz ins Gefangenenlager bringen, wenn er bis dahin überlebt. Und dann rüsten wir uns für den richtigen Angriff auf den KI-Kern. So, bis dahin, haut rein, ciao. Auf Wiedersehen und tschüss.